Ja, ihr Lieben, wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr auch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Mittwochnacht, Freitemennacht, offene Sendung. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, diskutieren wollt, plaudern wollt, streiten wollt, was auch immer, dann meldet euch hier bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. In die Mail bitte kurz euer Thema reinschreiben und auch eure Telefonnummer. Unser erster Gast heute Nacht, das ist die Anja. Hallo Anja. Ja, hallo Domian. Du bist 36 Jahre alt, sehe ich hier. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch mal durchgekommen zu sein. Ja, und was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich eine 20 Monate Beziehung hinter mir habe. 20 Monate? Ja, mit einem Halbitaliener. Mhm. Er eigentlich fast immer gut zu mir war. Wir die letzten 9 Monate überhaupt nicht mehr zusammen was hatten. Sex? Mhm. Ja. Ich aber dann erfahren habe, nachdem er per SMS Schluss gemacht hat, nach 20 Monaten, dass er mit einer 20-jährigen Nutte zusammen ist, die gleich bei ihm eingezogen ist und er da auch arbeitet, wo sie arbeitet. Mit einer 20-jährigen Hure? Mhm. Die das aber schon 3 Jahre lang professionell macht. Die war sie auch schwanger. In der 9. Woche hat sie angeblich das Kind verloren. Wir nehmen aber an, das hat er ihr... Jetzt habe ich das alles auf die Reihe. Du hast ja so viel auf einmal gesagt. Der ja, war, während ihr beide zusammen wart, war der auch parallel mit dieser Prostituierten zusammen? Und immer noch, ja. Und immer noch. Also die ganzen 20 Monate hat er dich nach Strich gefahren? Nein, die letzten 9 Monate. Ach, die letzten 9 Monate. Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Nicht ja. Okay, aber ich habe es jetzt verstanden. Ja. Ja. Die war wohl auch schwanger, die ist gleich bei ihm eingezogen, die war wohl auch schwanger. Mhm. Angeblich hat sie das Kind verloren. Wir nehmen aber an, sie hat es abgetrieben, weil ich arbeite sehr in einer Spielhalle, wo viele Leute ihn kennen. Ja. Und jeder kommt auf mich zu und erzählt mir irgendwas. Jeder. Ja. Wie ist denn die Beziehung auseinandergegangen? Nein, die ist immer noch. Die sind immer noch zusammen. Nein, nein, nein. Eure Beziehung. Wie ist die auseinandergegangen? Per SMS. Von wem ausgehend? Von ihm. Von ihm. Mit welcher Begründung? Weil ich nicht nach seiner Pfeife tanze. Ja. Weil ich immer mal meine Meinung geäußert habe, was ihm nicht gepasst hat, weil er eine Frau braucht, die Kusch macht, nur für ihn da ist, nur arbeiten geht, ihm die Pantoffelchen holt, so ungefähr, und nichts anderes macht. Hochgeschlossen musste ich sein, ich durfte mit keinem Menschen reden, und da redet man nun mal mit Menschen. Mhm. Hat er mal die Hand gegen dich erhoben? Nie. Nee. Nein. Also so wie du ihn hier schilderst, würde ich dann fast zu dir sagen, sei froh, dass du los bist. Das sagt mir jeder. Ja. Aber? Aber? Ich habe es heute erst wieder gemerkt, wo ich sie hier bei mir in der Straße beide gesehen habe. Dass das immer noch ein Stich ins Herz ist. Mhm. Ja. Das war noch lange nicht für mich beendet. Wann kam diese Trennungs-SMS? 22. Januar. Am 22. Januar. Ist ja nun auch schon eine ganze Weile her. Also es ist immer noch der Schmerz da, die Verletztheit natürlich auch, dass er dir sowas angetan hat. Ist denn auch noch ein Gefühl da, eine Liebe? Immer noch, ja. Trotz allem? Auch, ja, ich vermisse ihn auch jeden Tag mehr. Was vermisst du denn an ihm? Du hast ihn gerade sehr schlecht geschildert. Ja, die Zärtlichkeiten. Er war ja auch anders zu mir. Er hatte bei mir hat er nichts gehabt, wo irgendwie Profit schlagen konnte. Ich habe kein Geld gehabt, ich war immer nur arbeiten, ich bin gerade so durchgekommen, weil... Okay, aber er hat dich ja eben auch nicht so gut behandelt, wie du es gerade beschrieben hast. Ja gut, ja. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Ja, die letzten 9 Monate nicht. Das ist na, immerhin. Gut, aber 9 Monate sind 9 Monate. Er hat dich 9 Monate lang nicht gut behandelt. Ja. Er hat dich nicht nur nicht gut behandelt, sondern er hat dich wirklich betrogen, weil er währenddessen eine andere Beziehung hatte. Also, ich finde, dass man sich solche Sachen immer und immer und immer wieder vorhalten muss. Ja, aber das... Ja, aber du musst... Dann war er anders. Ja, gut. Aber du musst natürlich immer, wenn du an das Schöne denkst, dich dazu zwingen, gleichzeitig auch an die schlechten Seiten dich zu erinnern. Kann ich aber nicht. Ja, da musst du dich anstrengen, Anja. Freunde von mir sagen, viele Freunde sagen, die erkenne ich nicht mehr wieder, ich wäre so eiskalt geworden. Ja. Ich will so keinen mehr an mich ranlassen und... Gut, also wenn man so eine Liebesgeschichte hinter sich hat, ist man natürlich erstmal ein bisschen verändert und frustriert. Aber du bist 36 Jahre alt. Ja, das heißt, da ist eine gewisse Lebenserfahrung schon da und auch eine Liebeserfahrung. Ja, aber ich habe eine 10 Jahre Ehe hinter mir. Ich wurde geschlagen, ich wurde psychisch fertig gemacht. Mhm. Das war nicht so schlimm wie das, was er mir angetan hat. Und das glaubt mir keiner, es ist aber so. Weil er hat mir mein Selbstbewusstsein genommen. Ich kann mich nicht mehr im Spiegel sehen. Ich habe zwar durch die ganze Scheiße 10 Kilo abgenommen. So. Und du erzählst mir was von Liebe?
Du merkst, wie absurd du sprichst. Es ist aber so. Ja, aber was hat das denn für eine Logik? Ja, ich weiß, mit Logik kann man nicht an Liebesschmerz rangehen, ist mir schon klar. Aber man kann natürlich mit Überzeugung und mit Ratio muss man da schon rangehen. Führe dir doch immer wieder das Schlechte vor Augen, wenn du in deine Sehnsucht kommst, wie schön es dann auch mal war. Nur so schaffst du das. Ich schaff das nicht. Bitte? Ich schaff das nicht. Natürlich schaffst du das. Aber nicht, wenn ich ihn täglich an mir vorbeifahren sehe, mit oder ohne sie. Vielleicht ist das sogar ganz gut, dass du ihn immer siehst mit dieser Frau. Weil dir das dann immer noch wieder ganz klar vor Augen führt, was der Typ dir angetan hat. Und irgendwann bist du vielleicht nur noch zornig. Und irgendwann, das wünsche ich dir sehr, ist dir der Typ scheißegal. So muss die Entwicklung laufen. Er wohnt eine Viertelstunde zu Fuß von mir. Bitte? Eine Stunde wohnt er zu Fuß von mir weg. Ja, das ist hart. Das wäre schöner, wenn er weit weg wohnen würde. Ist mir schon klar, Anja. Ich bin am Überlegen, hier wegzuziehen. Aber warum soll ich weglaufen? Das will ich auch nicht. Nee, klar. Ich habe hier viele Freunde und ich habe meine Arbeit hier, die er mir damals besorgt hat. Ich bin da jetzt etwas über anderthalb Jahre da beschäftigt. Also, Anja, das Ding ist bei solchen Geschichten, das schaffst du nur mit eiserner Disziplin. Und du darfst nicht mal denken, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Du schaffst das. Und du wirst es können. Ich habe es doch heute wieder gemerkt, wo ich die beiden gesehen habe. Da war wieder alles vorbei. Ich habe gerollt, ich habe Herzrasen gehabt. Okay. Beim nächsten Mal passiert es vielleicht nochmal, aber beim übernächsten Mal wird es schon ein bisschen besser. Nur so geht's. Anja, in diesem Sinne. Ich danke dir. Alles Liebe wünsche ich dir. Ich wünsche dir alles Gute wirklich von Herzen. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein nächster Anrufer ist der Derek. Die Derek? Nein, der Derek. Hallo? Hallo? Ein Mann. Ein Mann. Hallo, Domian? Ja. 45 Jahre bist du alt. 45, das stimmt ja. Ja. Um was geht's bei dir, Derek? Ich möchte gerne mit meiner Frau schlafen. Ja. Das klingt vielleicht komisch, aber sie lässt das nicht zu. Wie lange seid ihr beiden denn schon verheiratet? Fast 4 Jahre. Fast 4 Jahre? Und wir kennen uns 6 Jahre. Und du hast noch nie mit deiner Frau geschlafen? Ja doch, aber ich wusste damals die Hintergründe nicht, warum sie jetzt nicht mehr mit mir schlafen möchte. Seit wann schläft sie denn nicht mehr mit dir? Ja, sie hat immer wieder versucht, mich mit mir zu schlafen. Mhm. Das erste Mal, dass sie gesagt hat, dass sie das nicht mehr möchte, nicht mehr tun würde, das war in der ersten Woche nach unserer Ehe. Ach. Ja, das war ein sehr harter Schlag. Sag mal, das heißt, dass ihr jetzt 4 Jahre oder fast 4 Jahre nicht miteinander geschlafen habt? Nein, nicht viel. Bitte? Ganz wenig. Ganz wenig. Und wenn, dann ging das von dir aus? Ja, natürlich. Und es ist doch so, wenn ich nach ein paar Monaten nochmal fragte, ist das nochmal möglich? Dann hat sie gesagt, schon wieder. Ja, das kommt eigentlich, wenn ich ihr zum ersten Mal sah. Ja. In den ersten paar Monaten habe ich nicht gefragt, ob wir dann mal zusammen schlafen könnten. Mhm. Dann hat sie gedacht, dass ich gar keinen Sex mag. Und hat sie beschlossen, mit mir etwas aufzubauen. Mhm. Und was auch? Nach 6 Monaten habe ich ein bisschen so gefragt, ist das möglich? Ja. Und das war für sie natürlich eine enorme Enttäuschung. Aber Enttäuschung insofern, weil sie davon ausgegangen war, dass du nicht möchtest, oder wie? Ja, dass ich ein ganz anderer Mann bin, nicht so als die andere, die immer Sex haben möchte. Und dann war ich auch so einer. Ja, gut. Aber da stimmt doch was nicht. Ich meine, wenn ihr verheiratet seid seit 4 Jahren und ihr vielleicht 5 Mal oder so miteinander geschlafen habt. Ne? So ein paar Mal, hast du gerade gesagt, waren das. Mhm. Ja. Das stimmt. So. Also was ist die Ursache? Was vermutest du? In ihrer Kindheit ist sie auch missbraucht worden von Leuten aus ihrer Familie. Ah ja. Ist sie auch gewarnt worden. Und wenn sie gesagt hat, dass es passiert war, haben die gesagt, das ist Liebe. Mhm. Das hat sie dir offen erzählt alles? Ja, ja, ja. Dass sie einen sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit erlebt hat? Mhm. Mhm. Und wenn sie so ungefähr 17 war, hat sie das ganze sexuelle Leben mal ausprobiert. Mhm. Das waren ihre Sturmjahre. Mhm.
Und das hat einige Jahre angedauert und ja, da war es auf einmal Schluss. Mhm. Hat, ich weiß nicht, wie offen ihr miteinander sprecht. Ganz offen. Hat sie denn in diesen sogenannten Sturmjahren, wie du gerade gesagt hast, hat sie da Spaß am Sex gehabt? Weiß ich nicht genau, weil sie hat auch Sex gehabt, weil das von Männern erwartet worden ist. Und sie hat zur Zeit auch, also sie hat nicht nur keine Lust mit dir zu schlafen, sondern sie hat überhaupt kein sexuelles Bedürfnis. Sie hat keine Bedürfnis, aber sie hat sehr viele Probleme mit mich zu schlafen. Ja. Sie hat auch, ja, sie kann mit einem anderen Mann schlafen. Das hat sie gemacht, wenn jemand etwas für ihr getan hat, als Dankeschön. Moment, sie hat jetzt in der Ehe, obwohl sie mit dir nicht schläft, hat sie mit jemand anderem geschlafen? Das weiß ich nicht. Das wird sie mich auch nicht erzählen, aber ja, das möchte ich auch eigentlich nicht wissen. Vermutest du denn, dass da irgendwas anders läuft? Na, ich denke nicht, weil ich vertraue sie hundertprozentig. Ich glaube, dass ihr nicht so sehr offen redet, wie du es gerade gesagt hast. Irgendwas liegt ja in der Luft. Vielleicht hat es zu tun mit dem Missbrauch. Vielleicht hat es zu tun einfach, dass sie auch keine Lust auf dich hat. Vielleicht stimmt auch in eurer Sexualität etwas nicht. Das ist etwas anderes, weil wenn sie mit mich schläft, dann bin ich die Täter, die sie jeden Tag sieht. Dass ein anderer Mann ist, das ist einmal und nicht mehr. Meinst du denn, wenn sie mit einem anderen Mann schläft, dass sie dabei Lust empfindet? Nee, auch das nicht. Aber ist deine Frau, wie alt ist deine Frau? 39. 39. Ist sie denn in einer Therapie, in einer Behandlung schon gewesen? Nicht speziell für dieses Thema. Aber bezogen auf ihre Vergangenheit? Ja, weil das manches passiert, also das schon. Aber da waren mehrere Sachen. Nicht nur auf Sex. Also war sie schon in einer therapeutischen Behandlung? Ich habe es versucht, aber ja, das war immer nicht, dass das etwas brachte. Ich bin bei einer Sexologe gewesen, weil, ja. Okay, ich wiederhole nochmal meine Frage. War deine Frau aufgrund der Dinge, die ihr in der Vergangenheit passiert sind, und überhaupt, war sie alleine in einer psychotherapeutischen Behandlung? Nicht so lange ich. Nicht so lange du? Also nicht für diese Sache. Andere Sache schon, aber. Ja. Und vorher, das weißt du gar nicht genau, was los war? Nicht hundertprozentig. Also Derek, ich glaube, dass das sicher ein sehr, sehr, sehr kompliziertes und komplexes Problem ist, was ihr beiden da habt. Stimmt auch. Sicherlich wäre in erster Linie erstmal angebracht eine Eheberatung für euch beide. Das habe ich auch versucht. Ja. Da habe ich auch gefragt, ist da eine frauliche Psychologe, die ich helfen kann. Ja. Ich habe gesagt, warum ich das möchte. Weil, ja, ich versuche dann, die Öffnung zu machen. Und mit einer Frau ist es einfacher für meine Frau zu sprechen als einem Mann. Würde sie darauf eingehen? Dann schon, aber wir haben einen Mann uns zugeschickt. Ach so. Ja. Okay, dann müsste da ein neuer Versuch unternommen werden. Also ich glaube, die Vorgehensweise wäre, dass ihr noch einmal in eine Eheberatung geht, dann mit einer Frau, wenn deine Frau das wünscht. Und vermutlich wird das Resultat auch ein Resultat dieser Eheberatung sein, dass deine Frau eine eigenständige therapeutische Behandlung durchläuft. Das schafft sie nicht mehr. Weil sie hat da solche Erfahrungen, dass sie das lieber nicht mehr macht. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist es eine Frage der... Aber ich glaube, das könnte in einer solchen Eheberatung schon gut erklärt werden, was sie tun könnte und was richtig wäre zu tun. Und das Misstrauen würde ihr vielleicht auch genommen. Wie gehst du denn mit der Situation eigentlich um, wenn du so lange keinen Sex von deiner Frau bekommst? Bist du ihr treu oder holst du dir das irgendwo anders? Sie ist die Einzige, womit ich Sex haben möchte. Ja. Sie würde mich erlauben, wenn ich nach die rote Leuchte gehe. Und das wird sie mich auch zahlen, aber... Wenn du zur roten Leuchte gingst? Ja, also nach die Uhren, oder? Ach, nein, also sie würde dem zustimmen, wenn du in ein Bordell gehen würdest? Ja. Hat sie das so gesagt? Ja, ja. Wenn ich Sex haben möchte, muss ich das da suchen. Aber du möchtest das gar nicht? Nee, weil es ist nicht nur das Körperliche. Also ich möchte das tun mit derjenigen, die ich liebe. Natürlich, ich verstehe.
Also, ich finde, ich glaube, dass ganz, ganz, ganz grundsätzlich bei euch in der Ehe was nicht in Ordnung ist. Und das herauszubekommen geht nur mit Hilfe einer Fachkraft. Und ich möchte jetzt, dass du mit meiner Psychologin sprichst, die dir nochmal eingehend erklären kann, was du machen könntest, wo ihr es machen könnt. Du hast so einen Akzent, das klingt so holländisch, kann das sein? Ja, das stimmt. Wohnst du in Holland oder wohnst du in Deutschland? Halb-halb. Halb-halb, okay. Dann gucken wir mal jetzt im Hintergrund, machen wir uns schlau, wo wir in deiner, eurer Umgebung was für euch finden könnten. Mhm. Ja? Okay. Dann bitte ich dich, darin aufzulegen und Anja, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an und alles Weitere besprecht ihr beiden. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer. Morgen ist Feiertag, Christi Himmelfahrt. Und da sind wir nicht da. Wir sind dann erst wieder da in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dies als kleiner Hinweis zwischendurch. Julia ist hier. Julia ist 19 Jahre. Hallo, Julia. Hallo. Hallo, Julia. Hallo. Und bei mir geht es um das Thema Selbstmord. Ja. Der Lebensgefährte meiner Mama hat sich im Januar 2007 erhangen in einem Wald an so einem Jägerstand. An was für Stand? Im Jägerstand? Am Jägerstand. Mhm. Der Lebensgefährte deiner Mutter? Mhm. Hast du wie lange war deine Mutter mit ihm zusammen? Also kennen tun die sich 3 Jahre. Mhm. Und 2 Jahre davon waren sie zusammen und 1,5 Jahre haben sie dann zusammen gewohnt. Also wir ja alle zusammen in einem Haus. Achso, ihr wohnt alle zusammen. Wie war dein Verhältnis zu diesem Mann? Nochmal bitte, ich hab's. Wie war dein Verhältnis zu diesem Mann? Super gut. Also wir haben uns super gut verstanden. Wir haben eigentlich über alles gesprochen. Mhm. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Mhm. Warum hat er sich das Leben genommen? Weißt du das? Nein, das wissen wir halt nicht, weil er war zu dem Zeitpunkt, war er noch mit seiner Ex-Frau verheiratet. Mhm. Die Scheidung, die lief zwar, aber es war halt noch nicht ganz durch. Mhm. Und er hat einen Abschiedsbrief geschrieben, das wissen wir. Mhm. Nur wir dürfen den halt nicht lesen. Das hat halt die Frau und zu der Frau kriegt man halt keinen Kontakt. Ach so, er hat den Abschiedsbrief direkt an die Ex-Frau geschrieben? Das wissen wir nicht. Die Polizei darf uns das nicht sagen, sie kann uns das nicht sagen. Wir wissen nur, dass seine Ex-Frau diesen Brief hat. Woher wisst ihr überhaupt von diesem Brief? Also, das wissen wir von der Polizei. Die stand montags bei uns vor der Tür und hatte uns dann gesagt, dass die Frau bei der Polizei angerufen hat und hat der Polizei halt erzählt, dass sie mit ihrem Ex-Mann telefoniert hat und er ihr gesagt hat, dass er sich umbringen möchte. Ach, das hat er angekündigt. Telefonisch sogar. Ja, genau, bei seiner Ex-Frau. Bei der Ex-Frau. Daraufhin ist dann die Polizei zu uns gekommen, weil er hier gemeldet war. Mhm. Hat dann mit meiner Mama gesprochen, ob sie eine Idee hätte, wo er sein könnte. Mhm. Daraufhin sind sie dann noch zusammen suchen gefahren. Mhm. Das war dann alles negativ, da haben sie dann gar nicht gefunden. Mhm. Dann dienstags haben sie den mit dem Hubschrauber gesucht und das Laub, das war ja noch so ziemlich dicht, weil der Winter, der war ja nicht so ganz so schlimm. Mhm. Da haben sie auch nichts gefunden. Um Mittwoch sind die dann morgens schon mit der Hundertschaft losgezogen. Und dann haben sie ihn auch gefunden, am Mittag so gegen 14, 15 Uhr. Im Wald. Genau. Sag mal, dieser Brief, wo hat man den denn gefunden? Oder hatte er den abgeschickt an die Ex-Frau? Nee, der muss wohl bei ihm gewesen sein. Ach so, hat er bei sich am Körper getragen? Genau. Ach so. Und das steht dann der Frau zu, erstmal, nicht euch, weil... Ja klar, er war dann nur der Freund von deiner Mutter. Ja, genau. Mhm. Und deswegen kriegen wir da gar keine Informationen. Gibt es denn Spekulationen? Ich meine, ihr werdet ja nun, du und deine Mutter, unendlich viel schon darüber gesprochen haben. Was habt ihr für Überlegungen, warum er das getan haben könnte? Nee, gar nicht. Das Einzige, was halt ist, er hatte finanzielle Probleme. Aber diese Probleme, die waren nicht so groß, dass er die hätte nicht begleichen können. Mhm. Ja, also ist das eigentlich... gar nicht so ein Problem gewesen, sondern sich das Leben... War er gesund? Ja, gesund war er. Wie alt ist er geworden? 40. Mhm. Und das Verhältnis zwischen ihm und deiner Mutter, war das auch gut? Das war super genial. Also der ist aus der vollen Liebe heraus, ist einfach gegangen. Auch am Abend davor noch, wir haben auch gelacht und wir saßen immer ziemlich lange alle zusammen und haben geredet, weil wir uns einfach so gut verstanden haben, ne? Aber wie erschütternd für deine Mutter insbesondere und natürlich für dich dann auch, wenn er so gegangen ist. Er ist in voller Liebe gegangen, sagst du. Ja. Wie geht denn deine Mutter jetzt damit um?
Das ist schwer zu sagen. Das sind Tage dabei, die sind schlimm. Mhm. Tage dabei, da geht es, da versucht man das so einigermaßen wegzustecken, nur das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Wir reden da jeden Tag drüber, weil man macht sich jeden Tag nochmal Gedanken letztendlich steht man da wieder und hat dieses große Fragezeichen wieder, wenn man einfach nicht weiterkommt. Ne? Und dann hatten wir so auf eigener Faust ein bisschen Recherche betrieben in der Nachbarschaft und dann hatte uns eine Nachbarin erzählt, dass seine eigene Mutter sich 2 Wochen nach seinem Tod auch das Leben genommen hat. Ach, das hattet ihr gar nicht direkt dann erfahren, sondern es ist über die Nachbarschaft dann an euch herangedrungen. Genau. Ja. Das ist auch alles ein bisschen komisch. Ja, was für eine Erschütterung in seiner Familie, in der Familie. Wie schrecklich. Ja, er hat halt seine Ex-Frau, 2 Kinder hat er. Mhm. Und die Mama, die haben alle zusammen in einem Haus gewohnt. Also seine eigene Mama mit seiner Ex-Frau und den 2 Kindern. Und er hatte schon mal einen Selbstmordversuch hinter sich. Das war, als sein jüngster Sohn gerade 2 Monate alt war. Ja. Und er hat halt diese Narbe an den Adern gehabt und hat dann meiner Mama erzählt, das wäre durch so einen Unfall passiert mit Fallschirmspringen. Mhm. Daraufhin hat sie ihn irgendwann nochmal gefragt. Dann hat er gesagt, ihm wäre da eine Glasscheibe mal draufgefallen. Und irgendwann hat er ihr dann die Wahrheit gesagt. Mhm. Und warum hat er das damals gemacht? Ja, er hat's versucht, aber er hat es nicht geschafft. Seine Frau hat das wohl gemerkt. Und er hat das hier so begründet, als wenn das wegen der Frau gewesen wäre, weil sie ihn immer so tyrannisiert hätte und so. Das heißt, da liegt vielleicht eventuell so eine Vermutung bei euch in der Luft, dass das eventuell mit der Ex-Frau zu tun haben könnte. Dass die ihm auf irgendeine Weise das Leben noch schwer gemacht hat. Ja, sie hat auch bei ihm auf dem Handy angerufen abends und hat ihn halt richtig so zu Ader gelassen, ne? Mit den übelsten Beschimpfungen, die man sich vorstellen kann. Aber merkwürdig ist ja, dass er dann bei dieser Ex-Frau angerufen hat und hat das angekündigt, dass er sich umbringen will. Das deutet ja darauf hin, dass da ein großer Konflikt zwischen den beiden. Entweder ist da ein ganz großes Vertrauen oder ein großer Konflikt. Ich tippe eher darauf, dass da ein ganz großer Konflikt ist. Nur die Frage ist halt auch, warum er überhaupt sie angerufen hat. Woher wisst ihr das überhaupt? Ja, weil die Polizei, die stand ja bei uns vor der Tür und hat uns dann halt gefragt, ob er hier wäre. Daraufhin haben die dann unser Haus durchsucht, dass er wirklich nicht hier ist. Und die haben uns dann halt erzählt, dass die Frau dort angerufen hätte bei der Polizei. Ist klar. Und hat denen dann halt gesagt, dass er das angekündigt hat. Und das Verhältnis zwischen deiner Mutter und dieser Frau ist so schlecht, dass deine Mutter nicht mal mit der Frau sprechen kann und darum bitten könnte, dass sie ihr erzählt, was in dem Brief drin steht. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben am Montagabend, als wir das erfahren haben, hat mein Freund da angerufen, weil wir wissen, dass, was er uns immer erzählt hat, dass sie es eigentlich mehr mit Männern kann, als wir mit Frauen. So, daraufhin hat mein Freund da angerufen und die Frau, die muss auch irgendwas genommen haben, wenn es Psychopharmaka war oder sonstiges, das hat man auch gemerkt, hat dann erst erzählt, dann kam seine eigene Mutter ans Telefon und meinte, wir haben einen strammen Tag hinter uns, bitte legen Sie jetzt auf, wir müssen uns um die Beerdigung kümmern. Achso, das heißt, die wollen überhaupt gar nichts mit euch zu tun haben. Da war er noch gar nicht gefunden. Das war Montagabend und Mittwochabend haben sie ihn erst gefunden. Stichwort Beerdigung. Ihr seid denn ja auf diese Frau getroffen bei der Beerdigung, oder? Nein, wir sind nicht hingegangen. Ihr seid nicht hingegangen. Wie schlimm. Wie schlimm für deine Mutter. Und für dich natürlich auch. Gar nicht, weil wir hätten da am Pranger gestanden. Ne? Sie hat 2 Kinder. Sie hat das zwar in ihren Ort, sie wohnt ungefähr 250 Kilometer von uns entfernt. Sie hat dort in die Zeitung einen Zeitungsartikel reingesetzt, dass sie ihren über alles geliebten Mann durch einen tragischen Verkehrsunfall verloren hat und erzählt das da auch in der Ortschaft so rum. Und warum meinst du, hättet ihr am Pranger gestanden? Ja, weil sie haben halt 2 Kinder und nach dem Motto, deine Mutter hat die Ehe kaputt gemacht. Genau, nach dem Motto. Ja, weil der Sohn, der hat auch mal angerufen und hat halt gesagt, dass wir halt daran schuld wären. Ich verstehe. Was für eine schlimme, verfahrene Situation. Das heißt, im Prinzip könnt ihr gar nichts machen. Ihr seid mit eurer Trauer und eurem Unwissen alleine. Und kann keiner helfen. Selbst die Polizei, meine Mama ist so eine Woche später ist sie nochmal zur Polizei gefahren, um vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen was herauszufinden und daraufhin hat dann der Kriminalpolizist nur ihr die Sachen gezeigt, die er bei sich hatte. Dabei lag das Seil, was ich total unmenschlich finde, dass man das da irgendwie noch zeigt. Finde ich auch, ja.
Meinst du, dass deine Mutter vielleicht eine gezielte Hilfe nötig hat, die wir ihr vielleicht vermitteln könnten? Ich denke mal, es wäre schon gut, wenn man vielleicht so ein paar Anlaufpunkte irgendwie durch euch erfahren könnte, ja. Wenn man sich vielleicht Hilfe holen könnte. Ja, das bieten wir dir jetzt sehr gerne an, Julia. Das wäre auf jeden Fall lieb von euch. Ja, das geht so, du kennst es ja vielleicht, du legst auf und du wirst dann von meiner Psychologin, der Anja, zurückgerufen. Und die Anja wird ja alles weiter sagen. Mir tut das sehr leid, was in eurer Familie da passiert ist. Und ich wünsche dir und natürlich vor allen Dingen deiner Mama, die ist ja die Hauptbetroffene, sehr viel Kraft und alles Gute und richte schöne Grüße aus. Okay, mache ich. Dankeschön. So, und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke schön. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Jo, tschüss. Hier ist Peter. Peter ist 21. Hallo, Peter. Hallo. Hallo, Peter. Um was geht's bei dir? Was? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich hab letzten Montag, also vorgestern, versucht, im Nachbarschaftsort einen Schleckermann zu befreien. Ja. Hast du versucht? Genau. Und es ist dir nicht gelungen? Nee, ist mir überhaupt nicht gelungen. Peter, du musst näher rangehen, sonst kann ich dich nicht verstehen. Ja. Also, ja, wenn ich jetzt so nachdenke. Ich sag nochmal, klar, aber es ist gerade so ein bisschen unterwegs. Du hast versucht, am Montag einen Schleckermarkt zu überfallen. Ja. Und das ist dir nicht gelungen. Das ist mir nicht gelungen. Und ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich eigentlich froh, dass es mir nicht gelungen ist. Warum ist es dir nicht gelungen? Ja, ich hatte mir eine Sturmhaube und eine Waffe besorgt. Also, das war eine Spielzeugwaffe von meinem Bruder, die ich mir geliehen habe. Ich wollte da irgendwo keinen verletzen, wollte da eigentlich auch nichts irgendwie anstellen. Wie ich aus den Akten gelesen habe, wurde die Kassiererin wohl schon mal von ihren Freunden da verarscht und hat mir die ganze Sache überhaupt nicht abgenommen und hat mich da überhaupt nicht für voll genommen. Achso, das heißt, du bist wirklich in der Tat da reingestürmt mit deiner Maskierung und der Spielzeugwaffe? Ja. Und also hast es doch gemacht? Ja, klar, ich habe es. Du hast es gemacht. Ja. Genau. Und erzähl mal, wie das dann vor sich ging. Um wie viel Uhr war das? Gegen 13.30 Uhr. 13.30 Uhr, Drogeriemarkt, du kommst da rein. Und was hast du gerufen oder was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, Geld her. Hab eigentlich nicht weiter viel gesagt. Wollte da auch nicht, dass man irgendwie viel von meiner Stimme hört. Hast die Waffe, die keine wirkliche Waffe war, auf die Frau gehalten? Ja, ich hatte die so in Hüfthöhe. Ja. Erstmal und also habe sie nicht direkt auf die Kassiererin gerichtet. War natürlich auch nervös und. Waren viele Kunden da? Also ich habe das nur aus dem Augenwinkel in die Betrachtung, das ganze Adrenalin hat irgendwie alles ein bisschen vertäuscht und also wie ich das alles aus den Akten gelesen habe, waren da wohl drei Kunden drin. Ja. So, und dann, hast du vor einer Kassiererin gestanden oder waren mehrere? Genau. Vor einer Kassiererin hat sie halt gesagt, sie soll mir das Geld geben, hat geguckt, ob die Kassen offen waren. Die Kassen waren natürlich abgeschlossen, konnte man nur mit dem Schlüssel öffnen. Und die hat dich nicht ernst genommen? Die hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Was hat die gesagt? Was hat die gesagt und wie hat die reagiert? Die hat gar nicht reagiert, die hat weitergearbeitet. Und dann habe ich halt nur geschrien, das ist kein Witz, soll mir das scheiß Geld geben. Hat aber ganz normal weitergearbeitet. Und die hat nicht reagiert, weil die schon mal auf diese Art und Weise verarscht worden ist? Genau, ihre Freundin. Oder die wurde von ihren Freunden halt wohl irgendwie vorher verarscht. Das stand zumindest in der Akte. Verstehe. Deswegen hat sie mich überhaupt nicht für voll genommen. Wie heikel für diese Frau, wenn es dann doch ernst gewesen wäre, hat sie ein hohes Risiko eingegangen. Wie ging es dann weiter für dich? Ja, für mich ging es dann so weiter, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das wird mir jetzt alles hier zu viel. Ich bin dann, oder wollte den Laden dann verlassen. Dann stand mir eine Kundin im Weg. Die hat mich dann erstmal ein bisschen zurückgeschubst. Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Und ich wollte dann nur noch versuchen, das Portemonnaie, was von ihr oben auf dem Korb lag, mitzunehmen. Sie hatte sich dann aber so umgedreht, dass sie mich dann nochmal weggeschubst hat. Ja. Ich bin dann aus dem Laden rausgestürmt. Ja. Wollte erstmal irgendwo entflüchten, wo mich dann erstmal keiner sieht, mich irgendwo verstecken. Hattest du vorher keinen Plan, wie du dann, wie und wohin du flüchten wolltest? Nee, das war alles spontan. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und wie lange hat es gedauert, bis die Polizei dich hatte? Ja, ungefähr 2 Stunden.
Wo haben die dich aufgegriffen? Zu Hause. Also, beziehungsweise bei meinen Eltern. Ich habe noch eine Wohnung. Und woher wussten die, dass du das bist und wo du wohnst? Ja, soweit ich weiß, wurde wohl letzten Endes doch mein Kennzeichen erkannt. Achso, du warst im Auto noch da? Genau, ich war, ja, das war ja ein paar Jahrzehnte weiter. Ja. Und ich hatte das Auto eigentlich ein bisschen davon abgestellt, bin dann erstmal, ja, oder habe mich dann erstmal versteckt, wurde dann auch von einem Mann verfolgt, der mich da gesehen hat. Verstehe, und dann hat er ein Auto gesehen und das an die Polizei weitergegeben? Nee, erstmal nicht. Ja, der hat mich dann erstmal verfolgt, ich habe mich dann auch umgedreht, habe den Hund mit der Waffe auch bedroht, gesagt, hier, verpiss dich, lass mich in Ruhe. Nachher stellte sich dann auch raus, dass das ein Kripo-Beamter war, der allerdings nur zufällig da war. Ne? Ach du. Also, dann voll in die Scheiße gepackt. Warum? Ja. Warum? Warum, Peter? Ja, warum? Geldprobleme, wie, wenn man sich eigentlich so überlegt, überhaupt keine richtigen Geldprobleme. Was man immer, hast du einen Job? Arbeitest du? Nee. Und von was lebst du? Von Hartz IV oder was? Nee, ich wurde jetzt immer durch meine Eltern unterstützt. Ah ja. Also und du hast doch keine Schulden? Doch, gerade deswegen. Wie viel? Also meine Eltern, ja, das sind 2500 Euro. Hm. Du musst wieder näher ans Telefon gehen, das ist eine ganz, ganz schlechte Leitung. Ja. Also 2500 Euro Schulden ungefähr. Ja, und bei meinen Freunden halt nochmal irgendwie, ja, 500, 600 Euro Schulden. Hm. Bist du vorher schon mal straffällig geworden? Nee. Ach nie, das ist zum allerersten Mal jetzt. Das ist das allererste Mal, ja. So, jetzt hast du natürlich alles am Hals, ist dir klar, ne? Auch wenn du eine Spielzeugwaffe hattest und das Ganze ist schief gegangen, aber du hast es gemacht. Und du wirst dessen angeklagt werden. Genau. Ja, ich bin dann, wurde dann ja auch verhaftet. Mhm. Bin dann erstmal in der Heimatstadt zur Wache gefahren worden, wurde dann erstmal vorverhört. Mhm. Wurde dann, dadurch, dass das ein anderer Landkreis war, wurde ich dann erstmal in eine andere Stadt gefahren. Hm. Wie auch immer. Du bist jetzt im Moment auf freiem Fuß? Ja, ich hatte einen Haftbefehl. Der wurde vom Haftrichter erstmal erlassen, weil ich, oder beziehungsweise der wurde nicht vollzogen. Der Haftbefehl steht immer noch gegen mich. Ja. Aber ich wurde halt unter gewissen Auflagen. Okay. Freigelassen erstmal. Was sagen deine Eltern? Ja, meine Eltern sind natürlich geschockt. Bist du selbst von dir auch geschockt, nachdem du jetzt ein bisschen Abstand hast? Ja, klar. Also ich meine, das ist jetzt alles noch recht frisch. Hm. Also so viele Sachen passiert irgendwie in der Zelle, da hat man natürlich ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Hm. Hast du einen Schulabschluss? Ja, ich habe einen Schulabschluss. Was für einen? Einen Realschulabschluss. Realschule, sogar. Ja. Hm. Boah, Peter, du hast aber volle Kanne in die Scheiße gegriffen mit dem, was du da gemacht hast. Aber volle Kanne. Und da wirst du jetzt einen heftigen Schuss vor den Bug kriegen. Ja. Vielleicht wird man wird das berücksichtigen, dass es das erste Mal ist und die Umstände, weiß ich was alles, aber das war ein Raubüberfall. Und der versuchte Raubüberfall, ich weiß nicht, wie man das nennt, juristisch. Ja, die Anklage war schwerer Raub. Mhm. Also schon schwer. Mhm. Dadurch, dass halt eine Waffe dabei war. Mhm. Ja. Ist jetzt schon fette Reue da? Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also, die war direkt danach, also als ich da rausgestürmt, oder auch mittendrin schon, als ich da drin stand und... Wenn du doch noch direkt, nachdem du rausgestürmt bist, wenn du dich sofort der Polizei gestellt hättest, dann hättest du noch bessere Karten gehabt. Aber du bist natürlich panisch geflohen, ne? Ja, ja, klar. Also das ist natürlich erstmal Stress und Adrenalin, die da einwirken und ich wusste nicht, was ich gemacht habe. Mhm. Also ich wusste das natürlich schon, aber ich habe das überhaupt nicht begriffen, was ich da überhaupt gemacht habe. Das war alles so spontan und so kurzfristig entschieden. Ich bin da rein und raus und dann hatte ich eigentlich erfahren. Und ich bin dann mit dem Auto auch einfach nur durch die Gegend gefahren und wusste erstmal überhaupt nicht, was ich machen wollte. Ja, jetzt musst du das auslöffeln, was du dir da eingebrockt hast. Ja, das muss ich. Das musst du. Alles aufs Spiel gesetzt. Hast du eine Freundin? Ja, die habe ich. Was sagt die? Ja, was sagt die? Die ist natürlich nicht begeistert von der ganzen Geschichte. Hält zwar zu mir irgendwo, also hat mich eigentlich auch gewundert, weil sie natürlich, also wir hatten vorher in der Beziehung eigentlich sehr, sehr viel Stress. Da gab es mehrere Gründe, da gab es einen Typ aus Essen, mit dem wir da ständig über das Internet geschrieben waren. Und da gab's mal. Also, jetzt brauchst du einen Anwalt, einen guten Anwalt.
fertig. Der die Situation auch wirklich so darstellt, wie sie dann auch wirklich war und wie du das jetzt geschildert hast, treibt dich ja wahrscheinlich keine schlimme kriminelle Energie, sondern das war eine verrückte Kurzschlusshandlung, die du da begangen hast, gar nicht bis ins Detail geplant und so weiter. Ich will es nicht bewerten. Du hast einen großen Fehler gemacht, aber wie das immer so ist, hast du die Chance, aus diesem schweren Fehler zu lernen. Vielleicht rüttelt dich das so auf, dass du danach, wenn du das ausgelöffelt hast, einen geraden Weg gehst und dich vielleicht noch mehr auf deinen Hintern setzt, aus deinem Leben was zu machen. Vielleicht hast du viele Dinge auch bisher zu sehr schleifen lassen. Das stimmt allerdings. Ich habe mein Fachabitur abgebrochen. Siehst du? Habe eine Ausbildung noch zusätzlich abgebrochen. Das ist eigentlich sowieso das Komische. Ich habe vorher eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, habe Streetwork gemacht, auch mit Jugendarbeit. Mhm. Ich habe eigentlich, die Jungs betreut, die jetzt das Gleiche gemacht haben wie ich. Und habe eigentlich versucht, den Leuten eben aus der Patsche zu helfen. Also, ich meine, du kannst es nur für dich auch hinkriegen. Sieh diesen Fehler auch als Chance. Nämlich, dass, wie gesagt, wenn die Sache überstanden ist, was immer jetzt auch an Strafe dabei rauskommt, dass du dein Leben klar anfasst. Und du bist erst 21, du hast die Chance dazu, Peter. Ich habe überlegt, jetzt irgendwie vielleicht mal Therapie anzugehen. Zum Beispiel sowas. Einfach mal jemand habe, mit dem ich da über all mögliche Sachen. Genau. Weil das Geschehen ist in meiner Sekte. Genau. Bei einer Sekte war danach, bei Neonazis, habe dann einmal die Kurve gekriegt und habe mein. Ich verstehe dich so schlecht. Du warst mal bei den Neonazis? Ja. Ach so. Ja, genau. Ich mache mal einen Vorschlag, Peter, weil die Leitung, ich habe den Eindruck, immer irgendwie verschwommener wird. Ja. Wenn du jetzt auch noch so eine Andeutung machst, von wegen vielleicht auch Therapie und so, rufen wir dich jetzt nochmal an und dann kannst du im Hintergrund meiner Psychologin darüber auch nochmal eingehend reden. Ja. Einverstanden? Können wir gerne machen. Dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich. Und ich hoffe sehr, dass du den Dreh dann kriegst hinterher. Das hoffe ich auch, aber ich bin eigentlich aller guter Dinge, ich bin immer optimistisch. Mhm. Alles Gute, Peter. Dankeschön. Toll, toll, toll. Wir rufen dich gleich wieder an. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ciao. Bis dann. Tschüss. Stefan ist hier. Stefan ist 39. Guten Morgen. Ja, morgen. Hallo Stefan. Was ist dein Thema? Ich habe ein Riesenproblem. Ich bin 3 Jahre verheiratet mit einer recht hübschen Frau. Mhm. Und dann mein Problem ist dadurch gekommen, eigentlich wir zwei haben dieselbe Konfektionsgröße. Was haben die? Dieselbe Konfektionsgröße? Ja. So, und irgendwie haben wir zwei verschiedene Schichten. Irgendwie hat sie Frühschicht, dann habe ich Spätschicht und jetzt habe ich Frühschicht, jetzt hat sie Nachtschicht. Und irgendwie habe ich in ihren Klamotten rumgekramt vor einiger Zeit und habe festgestellt, dass mich ihre Sachen halt sehr antörnen. Und hast glatt die Sachen angezogen? Ja, genau. Alles? Ja. Das heißt also vom Flip bis zur Bluse. Ja, genau. Und Strümpfe und... Ja, genau. Ja, genau. Und dann, wie soll ich das sagen, selbstlos, wie ich bis zu dem Zeitpunkt halt war, habe ich mich dann einfach angezogen und habe meine Frau mich dann in ihren Klamotten präsentiert. Und da hat sie mich dann ganz furchtbar ausgelacht und da habe ich jetzt ein Riesenproblem. Ja, also Moment, du kamst dann, deine Frau kam irgendwann nach Hause und du saßt dann in ihren Klamotten im Wohnzimmer. Ja, genau. So wirklich mit allem drum und dran. Ja. Und sie hat dich ausgelacht. Sie hat mich ausgelacht, dass ich wäre kein Mann mehr und das hat mir irgendwie sehr weh getan, weil ich habe mir gedacht, meine Sitze, du machst einfach mal und hätte vielleicht auf ihr Verständnis gehofft. Aber das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst und auch nicht geklappt. Ja. Wann hast du es zum ersten Mal gemacht? Auch vor 3 Wochen erst. Vor 3 Wochen erst. Relativ frisch alles. Wie oft hast du dich inzwischen wieder mal so als Frau angezogen? Ja, dann recht häufig, weil es tut mich irgendwie an, weil darauf werde ich irgendwie geil. Ja. Und ich weiß auch nicht, was in mir abgeht. Vielleicht ist irgendwie... Na ja, gut, das haben ja viele Männer haben ja so eine...
so eine Leidenschaft, da stehst du nicht alleine mit da. Ist deine Frau heute Nacht, hat die auch wieder Nachtschicht? Ja, leider Gottes, ja. Das heißt, leider Gottes, das heißt, wenn ich jetzt durch die Kamera in dein Zimmer gucken könnte, würde ich dich da in Frauenklamotten sitzen sehen? Ja. Ah ja. Beschreib mal, was du gerade anhast. Ich habe mir von ihr schwarze Nylons angezogen. Mhm. Sie hat sehr schicke, hohe Stiefel an, die mir bis über die Knie gehen. Man nennt sowas auch Overknees. Ach, die Schuhgröße ist auch dieselbe? Ja, wir haben selbe Größe, das ist das Problem. Irgendwie. Oder nicht das Problem, aber das passt einfach Gottes sehr gut. Okay, was hast du noch an? Dann habe ich dann von ihr ein Corsage halt an, aus Leder. Mhm. Sowas trägt sie? Ja, ja. Und dann habe ich mir einfach noch eine Bluse drüber gezogen. Ja. Und habe mir dann von meinem besten, allerbesten Kumpel mir noch eine Perücke besorgt. Vom allerbesten Kumpel? Steht der auch aus sowas, oder wie? Nein, nicht wirklich, aber er versteht mich. Achso, den hast du eingeweiht? Ja, genau. Und woher hat der diese Frauenperücke? Ja, keine Ahnung, er hat halt und gut ist. Na gut, wollen wir das nicht vertiefen? Möchte ich nicht wirklich, weil ich möchte nicht mit herein. Okay, alles klar. Also du hast eine schicke Perücke an auf jeden Fall. Ja, genau, eine schöne blonde Perücke habe ich halt an. Also ein Bild für die Götter, wenn ich dich sehen könnte. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, aber das Ganze ist nicht lustig, weil deine Frau das nicht lustig findet und das, genau, und das bescheuert findet. Damit habe ich das Problem. Glaube ich. Ist es denn so stark? Oder könntest du sagen, okay, ich lasse es sein, sie steht nun mal nicht drauf, ich lasse die ganze Sache wieder sein, war ein Spaß. Oder ist es doch jetzt, hast du das Gefühl, es entwickelt sich? Es entwickelt sich, genau, das ist das Thema. Ich habe überhaupt jahrelang, ich bin, wie gesagt, 39 Jahre, ich habe mit meinen 38 Jahren nie irgendwelche Probleme damit gehabt halt. Du hast ganz normal, strikt normal gelebt. Ja, so. Ja. Und irgendwie, keine Ahnung, weil aus Langeweile raus, weil wir uns so selten halt sehen, habe ich den Kram halt einfach angezogen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie du weitermachst. Machst du jetzt weiter, weil du es nicht anders kannst? Oder lässt es sein, weil deine Frau es nicht will? Oder machst du es heimlich weiter? Die Varianten gibt es. Also ich möchte es auf gar keinen Fall heimlich weitermachen. Mhm. Ich fühle mich da einfach sau wohl drin. Ich fühle mich da einfach so nur geil drin, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ja. Aber wenn deine Frau jetzt käme, würde sie schimpfen und würde sagen, komm, lass den Scheiß sein. Ja, bist du für eine Schwuchtel und hast sie nicht gesehen. Mhm. Du bist kein Mann und ja, dann habt ihr ein Problem. Ja. Dann habt ihr wirklich ein Problem. Wenn du jetzt definitiv sagst, ich will das nicht heimlich machen, aber ich will es weitermachen. Willst du es weitermachen? Ich möchte schon gerne, ja. Ja, okay, dann gibt's. Ich weiß nicht, wie ich mit meiner Frau weiter handeln soll, ne? Wie was? Wie deine Frau? Wie ich mit meiner Frau einfach damit weiter umgehen soll. Ja, da wird es nicht viel zu diskutieren geben. Wenn die darauf nicht steht und das sogar abstoßend findet oder vielleicht auch ausgesprochen unsexy, gibt es da keinen Kompromiss. Es sei denn, ihr kriegt das irgendwie so hin, dass sie sagt, okay, mach es, aber ich will es nicht sehen. Ich meine, es ist ja noch sehr frisch. Ja. Du hast es mal gerade erst vor 3 Wochen entdeckt. Ja. Insofern würde ich der ganzen Sache und sprich dir auch mal ein bisschen Zeit lassen. Beobachte dich einfach mal weiter, wie das so ist. Ja. Vielleicht war es ja auch nur jetzt irgendwie so eine Flause. Vielleicht geht das auch wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, aber wer weiß es. Und dann schlag dir das doch mal vor, wenn das so stark bei dir ist, dass du es einfach machst, aber du sie nicht damit behelligst. Weißt du, es geht nur, indem ihr da wirklich ganz offen drüber redet und euch da eure Grenzen zeigt und somit einen Kompromiss findet. Ja, vielleicht habe ich sie auch einfach nur überrumpelt, das kann natürlich auch. Kann natürlich auch sein, klar, die war geschockt, die Frau. Ja. Ne? Die war geschockt. Ja. Stefan, lass das Ganze sich doch nochmal ein bisschen entwickeln. Ja. Und wir telefonieren mal vielleicht kurz vor unserer Sommerpause nochmal miteinander. Das heißt, ich kann auch also gerne mal in eure Sendung reinkommen, ja? Wir würden dich dann nochmal anrufen und nachfragen, wie so der Stand der Dinge ist. Ja, okay. Ja? Dafür bleiben wir so, Stefan. Okay, ich wünsche dir was. Alles Gute. Danke für deine Sendung. Toll, toll, toll. Ich finde es auch sehr gut. Dankeschön. Ja? Tschüss. Wir haben eine freie Themennacht, ihr Lieben. Falls ihr zufällig reingeschaltet, reingezappt seid hier im Radio, beim Fernsehen. Live-Talk, Telefon-Talk beim WDR, 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival. Freie Themennacht heißt, ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem privaten oder auch nicht privaten Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Die Leitungen sind für euch kostenlos. 0800 220 50 50.
Nathalie, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo. Ja, Nathalie, guten Morgen. Morgen. Weswegen hast du angerufen? Deswegen ich anrufe. Und zwar, ich bin schwanger. Du bist schwanger? Ja, ich bin schwanger und ja. In der wievielten Woche? In der wievielten Woche? 16. Bitte? 16. Woche. Ja, geht schon. Ja. 16. Woche. Ja. Mhm. Ja. Und ich habe halt keine Unterstützung und halt der Vater will das Kind nicht. Mhm. Du bist aber mit dem Vater noch zusammen oder nein, nicht? Nee. Nein, bin ich nicht, nein. Warst du denn mit diesem Mann mal zusammen? Ja, ganze 4 Monate. Ja. Ja, aber... Und das ist dann so passiert? Ja. Woran liegt es, dass es passiert ist? Wer hat nicht aufgepasst? Ja, ich würde mal sagen, teils auch ich und er auch. Ja, also beide, würde ich einfach sagen. Also ihr habt beide nicht ordentlich verhütet? Nee, ich habe gar nicht verhütet. Also ich habe nicht die Pille genommen, gar nicht. Ja. Und halt, wir haben auch keinen Kondom benutzt, ist das. Aber dann seid ihr bewusst das Risiko eingegangen? Ja. Ja. Oder sagen wir anders, ihr habt euch keine Gedanken gemacht? Das ist es eher. Das ist es eher. Ja, ja, ja. Das ist eher, dass wir keine Gedanken gemacht hatten. Ja. Ja. Und halt mein Problem ist, ich weiß jetzt auch nicht, wie das weitergehen soll jetzt hier, weil, wie gesagt, ich bin Afrikanerin und... Du bist Afrikanerin? Ja, habe ich gar nicht erwähnt. Nee, hast du nicht gesagt. Nee. Ja, ich bin Afrikanerin und... Ja. Ja, meine Eltern. Bist du denn in Deutschland geboren? Aufgewachsen. Aufgewachsen. Mhm. Ich bin seit 16 Jahren hier. Hast du die deutsche Staatsbürgerschaft? Nein. Nein. Mhm. Habe ich nicht. Und deine Eltern, wo sind die? Ich lebe noch bei denen. Du lebst bei deinen Eltern, auch hier in Deutschland? Ja, klar. Mhm. Ja, meine Eltern, meine Geschwister, ja. Was sagen denn deine Eltern dazu? Die wissen das nicht. Die wissen das nicht? Nee, wenn die das wissen, dann würde ich sofort rausfliegen. Wer weiß das denn überhaupt im Moment? Im Moment halt nur er. Wie hat er darauf reagiert, als du es ihm gesagt hast? Am Anfang war es so, dass er gesagt hat, ja, wir schaffen das gemeinsam. Und dann, wie weiß ich, vom Nix kam einfach, du musst das abtreiben, so und so und so weiter. Und dann irgendwann habe ich erfahren, dass der, also vor 2 Wochen habe ich erfahren, dass der verlobt ist. Ach. Ja. Wie, der war auch schon verlobt, als ihr beiden zusammen wart? Ja, seit 2 Jahren. Wie alt ist er denn? Der ist jetzt 22. Mhm. Also muss jetzt werden. Das heißt also, eine Enttäuschung jagt die andere. Das ist das, ja. Und du stehst wirklich völlig alleine jetzt da. Ja, und er hat auch schon ein Kind, das jetzt 6 Monate alt ist. Und der will überhaupt mit dir nichts zu tun haben, der Typ mehr? Nee, also der will nur, dass ich das abtreibe. Mhm. Und ich sage, nein, das mache ich nicht. Das war für dich aber nie ein Thema? Nee. Du hast gesagt, wenn es jetzt passiert ist, dann stehe ich auch dazu. Ja, so ist das für mich halt. Mhm. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Oder gehst du noch zur Schule? Ja, also in der Schule. Ich bin im zweiten Lehrjahr Einzelhandelskauffrau. Ach so. Ja. Also ist das eine sehr, sehr schwierige Lage für dich? Ja. Die Eltern, du meinst, die Eltern schmeißen dich raus? Ja, auf jeden Fall, weil ich war schon immer so ein Problemskind. So, da gibt es kein Zusammenhalt, dass sie sagen würden, okay, jetzt helfen wir der Nathalie, die steht alleine da? Nicht. Nein, das ist die größte Schande überhaupt. Die würden sich schämen wegen mir. Nun arbeitet, ich sag mal, die Zeit ja in dem Sinne gegen dich. Das heißt, in absehbarer Zeit musst du die Wahrheit sagen. Ja. Denn man sieht die Wahrheit dann ja schon bald. Ja. Wie stellst du dir das alles vor? Das würde ja bedeuten, dass dein ganzes Leben sich jetzt umkrempelt demnächst. Das ist das. Und ich bin jetzt total, also durcheinander, ich weiß gar nicht mehr weiter. Aber ich finde ganz toll, muss ich dir sagen. Also erstmal finde ich es immer absolut schlimm, wenn Leute so fahrlässig Sex haben und nicht verhüten und sich auch nicht schützen. So, aber dann finde ich das toll von dir, dass du sagst, okay, ich treibe jetzt nicht ab, sondern ich stehe jetzt zu all den Dingen, die ich getan habe und ich behalte das Kind. Das finde ich erstmal toll, das muss ich dir sagen. Und vor allen Dingen auch, wo du Angst hast, dass du deine Familie verlierst, dass du trotzdem, du hättest ja heimlich abtreiben können und niemand hätte was erfahren. Ja. Aber das hast du nicht gemacht. Und deswegen ziehe ich den Hut vor dir und finde das gut. Das muss ich dir erstmal sagen. Danke. So, aber jetzt muss es ja auch weitergehen. Es muss ja so weitergehen, dass ordentlich alles abläuft und dass dir geholfen wird und dass du nicht alleine bist und so weiter, dass du finanziell abgesichert bist, ja, unterstützt wirst. Ja, und das Problem ist auch, dass er
Der Vater des Kindes halt mich jetzt unter Druck auch setzt. Jeden Tag bekomme ich irgendwelche Anrufe, wo er mich halt wirklich beleidigt runtermacht, so gut es geht. Mhm. Und ja, Dass ich sowieso nicht weit komme und das Kind sowieso dreckig ist, also alles Mögliche. Ganz schlimme Sachen, der beschimpft dich richtig unterste Schublade. Ja. Also das heißt, du hast schon so viel Angst und Druck und wirst jetzt von dem auch noch so niedergetreten. Ja. Sehr schlimm. Und es gibt niemanden, keine beste Freundin, mit der du mal so das Herz ausschütten könntest. Doch, also das schon. Und, aber bisher noch nicht, ne? Nee, das habe ich nicht, weil die wird auch total enttäuscht von mir sein. Das ist das auch. Meinst du? Ja. Ja, deine beste. Weil die hat mir schon von Anfang an gesagt, ey, das ist nicht der Typ, ist nichts für dich. So und so. Aber ich war halt stur. Ja, gut, und aber ich hab dennoch als Best. Auch. Wie? Ich habe Angst. Aber dennoch so, als beste Freundin irgendwann, da kann man ja sagen, okay, du bist ja bescheuert gewesen, was du da gemacht hast. Aber eigentlich hält man dann ja doch zusammen und versucht, dem anderen zu helfen oder der anderen zu helfen. Ja, eigentlich schon. Aber du bist ja da nicht so sicher bei dir. Nee, also ich brauche erstmal meine Zeit auch. Mhm. Ich habe mir überlegt, ob ich dann erstmal mit meiner Patentante darüber reden sollte. Mhm. Sie ist halt Deutsche. Mhm. Und halt, also, ja, die könnte das auch anders, vielleicht mich auch unterstützen, ja. Ja. Keine Ahnung. Also, wenn du da in deinem Umfeld jemanden hast und ein gutes Verhältnis zu deiner Patentante hast, finde ich das schon mal eine sehr gute Idee. Darüber hinaus werden wir dir gleich auch noch im Nachhinein, nach unserem Gespräch, auch noch Beratungsstellen nennen, wo du auf jeden Fall und sehr schnell hingehen solltest. Ja. Wo dir alle Leute auch diesen ganzen juristischen Kram, wo du Beihilfen kriegst und was du machen kannst und so, da sitzen Fachleute, die können dir das alles erklären. Die sind auch absolut, die haben auch Schweigepflicht, da musst du keine Angst haben, dass die irgendwie deine Eltern informieren oder so. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Aber wenn du deine wie ist das Verhältnis zu deiner Patentante? Sehr gut. Sehr gut. Ja, weil ich war sowieso immer hier so bei mir zu Hause so ein Problemskind, weil, wie gesagt, meine Eltern sind ziemlich streng. Dann früher dürfte ich nicht mal zur Disco gehen halt. Mhm. Ich habe es trotzdem gemacht, aber ich hatte immer noch so eine Anlaufstelle, dass ich immer zu ihr hingehen könnte und die war immer hinter mir. Das ist ja schon mal wichtig. Ja. Super wichtig. Das heißt, sie wird dich nicht fallen lassen. Nee. Und sie wird alles in ihren Kräften Stehende tun, um dich auch zu unterstützen. Ja, das ist was. Dann würde ich auch schon wirklich bald das Gespräch an deiner Stelle bei ihr suchen. Mhm. Und natürlich parallel auch dazu, was wir dir gleich an die Hand geben werden. Ja. Wie ist das denn überhaupt? Du hast wahrscheinlich schon drüber nachgedacht, mit der Lehrstelle. Wie könnte das gehen? Ja, ich hoffe, dass ich dann irgendwie so einen Urlaub bringen kann und dann da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Ja, finde ich auch. Finde ich ganz wichtig, dass du... Mit meiner Chefin kann man eigentlich reden, also ich denke... Fände ich auch ganz wichtig, dass du hast dann irgendwann sehr viel Verantwortung zu tragen. Du bist eine junge Mutter und das ist natürlich toll, wenn du dann auch noch einen Lehrabschluss hast. Damit du später dann auch weiter dein Leben in der Hand hast und gut führen kannst. Ja. Ich habe irgendwie ein ganz gutes Gefühl bei dir, Nathalie. Echt? Ja. Du bist zwar in einer sehr, sehr bedrängenden Situation im Moment, aber irgendwie glaube ich, ich habe ein gutes Gefühl, dass du es schaffen wirst. Du machst so für mich den Eindruck, dass du das schon, du wirst es durchziehen. Du bist eine Zähe, glaube ich. Und okay, wenn die Widerstände auch so groß sind, ich finde das so schlimm, wenn die Eltern ein Kind verstoßen, wegen so etwas. Gerade dann müssten die Eltern ja zu dir stehen. Ja, das, ich will meine Eltern irgendwie auch nicht verurteilen, weil das Problem ist, die kennen das nicht anders. Okay. Die sind halt so aufgewachsen und okay. Das ist halt... Dann bist du auch jetzt überzeugen dafür, dass wir... Nein. Nein. Ja. Liebe Nathalie, so, jetzt beenden wir unser Gespräch hier. Du legst auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich nochmal an wegen der Beratungsstellen. Ja. Und dann gehst du das alles mal jetzt sehr schnell an, deine Patentante und auch die Beratungsstellen. Okay? Ja, ja. Okay. Toi, toi, toi. Alles Liebe, alles Gute und du wirst es schaffen, ich bin sicher. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Freunde, das war's für heute. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen sind wir nicht da, da ist Feiertag, aber wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dann auch wieder mit einer offenen und freien Themenrunde. Ich wünsche einen schönen Feiertag und sage Tschüss. Bis übermorgen.